Hi Tess, ich bin's, Damir. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ich bin auch hier. Giul hat mich fast erschossen. Sie sagte, ich sei ein Feind. Stepanic, wir sind ohne Paddel einen beschissenen Fluss hinaufgefahren. Aus den Erdspalten, die das Erdbeben aufgetan hat, kommt nun Gas, und zwar giftiges Gas, wenn mich nicht alles täuscht. Bislang bewahrt uns das Lüftungssystem davor. Aber was passiert, wenn der Strom wieder ausfällt? Oder wenn noch ein Beben kommt und die Erdspalten sich noch mehr öffnen? Ich habe den Chef gefragt, aber der lässt nur wieder das Übliche hören. Sitzt dir den Arsch im Büro glatt und dreht Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen. Sitz dir den Arsch im Büro platt und dreh Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen. Und unbedingt Anweisung Nummer 1 befolgen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich tun soll. Artyom, ich versuche die unteren Etagen zu öffnen. Also gut, wo war das Ding? Ah, da! Na bitte! Das Lüftungssystem arbeitet normal. Alles Personal hat die allgemeinen Anweisungen zu befolgen.
In den alten Leuchtturm ist gerade abgeschlossen. Mit Giul noch länger in diesem Loch zu bleiben, steht außer Frage. Täglich schießen neue Gasgeisierer aus dem Boden. Der Bunker könnte jeden Moment einstürzen. Es gibt nichts, worauf wir noch hoffen können. Niemand weiß, warum wir überhaupt noch hier sind. Und wir können definitiv nicht arbeiten. Ich gehe inzwischen nur noch für die kümmerlichen Rationen runter. Ich würde ja gerne glauben, dass es an der Oberfläche sicherer ist. Aber wem soll ich was vormachen? Die Leute sind ausgehungert. Jeden Tag gibt es neue Angriffe und Morde. Es wird immer gewalttätiger. Ich denke nur noch an Giul. Ich kann kaum glauben, dass sie von nun an in dieser Welt leben wird, die einem Albtraum gleicht.
schalte jetzt auf Notstrom um. Das sollte für den Aufzug reichen. Wenn du die Karten schon hast, dann warte einfach auf den Aufzug.
Ich will nicht, dass du da stecken bleibst. Ich schalte das Licht jetzt aus. Hat seine Arbeit getan. Damir, der Strom reicht nicht. Wir stehen bald im Dunkeln. Ach, Scheitan! Artyom, Gyul, schnell weg von hier. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an. Los, los, los! Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich da einen Wagen mitgebracht. Der steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Kepragmet! Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug.
Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munai Bai Ler heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr.